Schön, dass Sie da sind. Mein heutiges Thema ist Morbus Crohn und Zusammenhänge mit unseren körpereigenen Hormonen, Vitalstoffen und noch vieles mehr. Mein Name ist Christine Rosatanner und ich bin die Leiterin des Zentrums für Vitalität und Hormonpower. Immer mehr Kunden kommen zu mir, die auch Probleme und Beschwerden im Magen-Darm-Bereich haben. Morbus Crohn ist ein Beschwerdebild, dass Entzündungen vor allem im Dünndarmbereich sind. Aber es kann sich vom Mund bis zum Afterbereich ausdehnen und sogar in andere Schichten verbreiten. Das erste und der erste Zusammenhang, den wir gerade anschauen, ist der Zusammenhang mit unseren körpereigenen Hormonen. Denn unsere körpereigenen Hormone steuern fast alles: Gehirnthemen, psychische Themen. Und natürlich auch die ganzen körperlichen Themen. Das erste Hormon, das da Rolle spielen kann, ist das Estriol, eines der Östrogene. Und das hat eine Hauptaufgabe, zum Beispiel Schleimhäute. Wenn man dann den Wert sieht, wenn er per Speichel gemessen wird, dann sieht man bei den meisten Leuten mit Morbus Crohn einen sehr zu tiefen Wert im Bereich Estriol. Dann das weitere Hormon, das ganz wichtig ist in der Morbus Crohn-Geschichte, ist Cortisol. Es ist ein Hormon aus der Nebenniere, hat lebenswichtige Aufgaben und eines der großen Aufgaben ist Kampf gegen Entzündungen. Und es ist natürlich auch eine entzündliche Krankheit. Auch in der Nebenniere ist DHEA. Ich habe einen Spitznamen, der heißt das halt einfach alles Hormon. Und das ist bei vielen Morbus Crohn-Patienten auch viel zu tief. Es kann auch Rolle spielen Progesteron, Testosteron. Und das sind Hormone, die werden nur durch Speichel getestet, bequem daheim und ausgewertet von einem spezialisierten Institut und Labor. Dann gibt es auch noch Hormone, die sind hier in der Schilddrüse, die können auch beteiligt sein, die werden per Blut getestet. Das ist der Bereich der Hormone und man sollte immer an die Ursachen gehen, weil es nützt nichts, nur eben Medikamente zu nehmen. Da geht man nicht an die Ursachen. Weiteres ist wichtig, mal Schadstoffe auszuleiten. Wir nehmen oft zu viele und unbewusst Schadstoffe zu uns, zum Beispiel Fluorid, wie auch dieses verbreitete Titandioxid und andere Giftstoffe. Und die leite ich oder lasse ich bei den Leuten ausleiten, zum Beispiel mit einer dreimonatigen Kur mit einer speziellen Vulkangesteinserde. Sie sehen auch diese Infos dann unten verlinkt. Weitere Vitalstoffe können sein Magnesium, das steuert ja so viele Prozesse im Körper, Vitamin D, dann Omega-3-Produkte, zum Beispiel Krillöl und spezielle Stoffe und Produkte für Magen-Darm. Sie sehen das auch unten, diese Sachen. Ich arbeite ja ganzheitlich und da ist es auch wichtig, diesen betroffenen Menschen auch Koch- und Backrezepte mitzugeben, die ausgerichtet sind auf dieses Beschwerdebild und eine Anzahl davon, sodass sie aussuchen können, was ihnen davon schmeckt. Ganzheitlich heißt für mich auch, wenn es erwünscht ist, auch den Zusammenhang mit mentalen und mit seelischen, psychischen Themen anzusprechen. Gerne können Sie mit mir Kontakt aufnehmen. Schicken Sie mir ein E-Mail, sodass wir Ihre individuelle Situation besprechen können und da auch den Weg beschreiben können, den Sie machen könnten. Unten sehen Sie auch nochmal die Infos dazu. Was ich gerade noch vergessen habe, ist, nach der Ausleitung der Schadstoffe ist es extrem wichtig, dass man dann die Darmschleimhaut mit Prä- und Probiotika aufbaut. Das sehen Sie auch noch unten. Ich freue mich auf Ihr E-Mail und freue mich, wenn Sie meinen Kanal abonnieren, auch meinen Newsletter und bis zum nächsten Mal. Ihre Christine Rosatanner.